Guten Morgen zusammen. Ich bin jetzt hier am Georg-Plange-Platz. Das ist ein Parkplatz mit 400 Plätzen. Der ist nicht schön, aber er ist stadtnah. Ich bin hier in Soest und möchte heute hier so eine kleine Runde mit dem Rad drehen. Es sind jetzt 9 Grad, es ist Frühling und da sollte man einfach draußen noch was unternehmen. Und da ich heute in Soest einen Termin, könnte man es nennen, habe, um mir ein altes Fahrrad anzuschauen, was mich persönlich interessiert, wollte ich das mit so einer kleinen Runde durch die Stadt verbinden und euch die ein oder andere schöne Ecke von Soest zeigen. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran, wie immer, und genießt es. So, jetzt einmal hier über die Straße, dann geht es Richtung Thomeestraße runter und hier sieht man schon, dass Soest doch eine sehr alte Stadt ist. Mit schönen Kirchengebäuden, vielen Fachwerkhäusern. Wie jetzt hier jede einzelne Kirche heißt oder einige Denkmäler, das weiß ich nicht. Wenn ich sehe, sage ich es euch. Wenn nicht, ja, genießt einfach die Bilder. Nichts wissen ist nicht unbedingt eine Schande und trübt auch nicht den Genuss. Das hier vor mir ist zum Beispiel die Pfarrkirche St. Thome. Dann gibt es viel von diesen kleinen Gassen hier, die Richtung Stadtmauer führen. Dank des Kopfsteinpflasters ein wenig holperig, vielleicht auch beim Aufnehmen. Aber ihr wisst ja mittlerweile, dass das bei mir halt so ist. Ich werde jetzt einfach mal hier diesen Radweg entlangfahren. Hier geht es Richtung Burghofmuseum. Und schaue mal, ob man innerhalb dieser Wallanlagen, so nennt sich das hier in Soest, glaube ich, mit dem Rad fahren kann. Und wer Fachwerkhäuser mag, kommt hier auf jeden Fall auf seine Kosten. Dann nehmen wir jetzt mal diesen Weg. Das ist die Zollhofstraße, weil man dort die nächste Kirche sieht und auch hier das Museum von der Rückseite. Was ich in Soest auch interessant finde, dass hier viele von diesen Gebäuden oder Kirchen mit diesem grünen Sandstein sind, was ja sehr pflegeaufwendig ist. In der Gaststätte oder Brauhaus Zwiebel waren wir vor zig Jahren mal essen, war aber auch sehr gut und sehr lecker. Ja, hier ist wieder so eine andere Gasse, Dachstiege nennt sich das Ganze. Und ja, bin halt typisch ich, ne? Ich sehe was, reinfahren, fertig. Aber auch nur so entdeckt man diese Ecken. Und hier wird es jetzt so eng, jetzt muss ich anhalten, da passt, glaube ich, mein Fahrradlenker gar nicht durch. Ja, ich habe so gerade durchgepasst. Und wie ihr hier sehen könnt, wieder eine von diesen verwinkelten Gassen. Soest ist auch bekannt dafür, eine einzige Einbahnstraße zu sein. Da hat schon mancher seine Extra-Runden gedreht mit dem Auto hier, weil er wieder irgendeine Abfahrt verpasst hat. Aber ist auch ein Erlebnis. Hier ist nochmal schön die Befestigungsanlagen des Walls zu sehen, beziehungsweise der alten Stadtmauer. Und wie sie auf der Seite gerade ein bisschen aufgefrischt wird. Da fahre ich jetzt erstmal mit euch hoch. Und dann schauen wir weiter. Da haben wir auch direkt den ersten Turm vor uns. Und von hier aus kann man auch schön runterschauen, dass das Ganze hier nochmal getrennt ist nach innere und äußere Wallanlage. Ja, das ist der Kattenturm. Da kann man leider nicht irgendwie reingehen oder sonst was. Aber es ist schon mal schön zu sehen, wie der so von innen ist. Und da sind auch einige Tauben immer drin. Ach ja, da sitzt auch gerade eine. Und die kacken immer alles voll. Es muss halt auch immer wieder instand gesetzt werden. Weil wir ja wissen, Taubenkot, besonders Funkkot, ist ganz schön aggressiv. Ein kleiner Blick hier Richtung Stadt wieder. Man sieht zwei Kirchtürme. Da unten so ein Bowlplatz. Hier wieder so eine kleine Befestigungsanlage. Nach einem Trinkgelage. Da werden die Dinger ja gerne zweckentfremdet.
Von hier hat man wieder einen schönen Blick in den unteren Teil, wo jetzt auch schon alles am Blühen ist. Aber da fahre ich eventuell gleich noch her. Und hier geht es jetzt mal auf der anderen Seite der Stadtmauer her. Da oben für Radfahrer kein Durchgang ist. Was aber auch völlig okay ist. Es gibt ja immer zwei Optionen hier. Manchmal geht es dann hier so runter und durch diese kleinen schönen Torbögen. Ich laufe jetzt gerade mal, weil sonst die Bremsen so quietschen. Ich habe immer noch diesen Dreckfilm vom Winter da drauf mit Salz und sonstigen. Muss ich jetzt die Tage unbedingt mal dran gehen. Da vergisst man auch glatt, dass man mitten in der Stadt ist. Ja, und dann kommt man aus dieser Wallanlage raus und hat hier direkt diesen Wasserlauf mit der frisch erblühten Trauerweide, was eine unheimlich schöne Farbe ist. Ich hoffe, ihr erkennt das hier so auch. Und hier ist schon wieder die nächste kleinere Kirche. Also, wenn man so Kirchenfan ist, gibt es hier schon so einiges zu entdecken. Ich muss mich korrigieren, das ist die Brunnsteinkapelle, also keine reine Kirche. Das wäre die falsche Bezeichnung. Die Hagengasse. Ja, das sieht einladend aus. Also so ist es so verwinkelt, solltet ihr euch ruhig mal ein bisschen Zeit nehmen, wenn ihr das erstmal anschauen wollt. Es lohnt. Nur wenn ihr mit dem Fahrrad in Soest seid, immer darauf achten, wo ihr es abschließt. Es gibt vielleicht Orte, die nicht so perfekt dafür sind. Ansonsten geht es hier jetzt wieder in die nächste Gasse. Ja, jetzt bin ich hier an dem Soester Markt, der aufgrund dieser schönen Fläche hier natürlich sehr sehenswert ist. Zumindest die eine Seite. Die Hälfte hinter mir jetzt sind eher so die typischen Neubauten von den Banken. Deswegen mache ich mir jetzt nicht die Mühe, noch auf die andere Seite zu gehen und das zu filmen. Und hier geht es jetzt vom Marktplatz weiter in die Stadt rein. So, ich werde jetzt mal hier schwenken. Ich habe nämlich gerade da in der Gasse die Kirche gesehen, was ich so hier jetzt sehr imposant finde, wie die da hinter den Häusern hochkommt. Daher führt mich mein Weg jetzt hier lang. Ich hätte vielleicht vorher schalten sollen. Ja, jetzt bin ich hier in der Kirche angekommen. Welche sehr imposant hier auf diesem Platz steht. Aber das Gebäude gegenüber ist auch nicht zu verachten. Das ist übrigens die Petrikirche hier. So steht's dort rechts an der Tür. Und ich werde mal hier runterrollen. Wie ich ja vorhin schon mal erwähnt habe, ich kenne hier in Soest nicht viele Sachen. Ich finde es einfach schön und das wollte ich euch hier auch vermitteln. Weil ja oft Kritik kommt, wenn ich schreibe, planlose Radtour oder sowas, dass das nicht gut genug beschrieben wäre oder ich manche Sachen halt nicht wüsste. Aber es ist mir halt auch nicht immer so wichtig. Mir geht es eher um das
Erlebnis und das Erfreuen an solchen Dingen. So sieht's aus. Jetzt bin ich nur gerade diese Gasse runtergefahren von dem Platz und direkt das nächste Highlight. Ein See, wenn auch klein, oder vielleicht ist auch ein Teich eher. Aber klein, aber fein. Hier vorne ist auf jeden Fall ein Zulauf. Ob das der einzige ist, weiß ich bis jetzt nicht, aber ich gehe mal fast davon aus. Und das ist der Blick über den See. Da hinten ist ein Spielplatz, ein Café, was ich noch sehen kann. So eine kleine Enteninsel. Ja, und die Kirche da im Hintergrund wieder, wo ich die Türme besonders interessant von finde. Ich weiß nicht, ob das gotisch ist, aber ich glaube schon. Wenn nicht, schreibt es in die Kommentare, dann weiß ich es nächstes Mal besser. Man hat mich gerade darauf angesprochen, dass ich mich weiter da vorne hinstellen müsste, um das touristisch perfekte Foto zu haben, was ich ja gar nicht möchte unbedingt. Aber die Information, dass Soest in der Stadt 12 Kirchen hätte und außerhalb nochmal 3, finde ich schon beachtlich, wenn dem so ist. Aber der wirkte schon recht glaubwürdig. Hier ist wieder schön zu sehen, der Kolkbach, der hier durch Soest fließt. Ach, habe ich vorhin gar nicht erwähnt, dass der Kolkbach heißt. Ja, so heißt er. Und was ich besonders interessant finde, der führt teilweise unter den Häusern durch. So wie hier. Also da hat Soest schon ganze Arbeit geleistet, dass hier doch sehr ansprechend zu gestalten, finde ich. So, hier fahre ich jetzt gerade die Osthofenstraße hoch auf dieses Tor. Deshalb gehe ich davon aus, das ist dann auch das Osthofentor. Das ist das Osthofentor, ja. Das spricht doch schon für sich. Seitenansicht. Und jetzt noch ein kleiner Blick ins Innere. Osthofentor Museum, einziges noch erhaltenes der 10 Stadttore. Von 1523 bis 1526 von Meister Porphyrus errichtet. Und das ist die Aussicht. Weiter geht's. Jetzt kommt gerade die Sonne ein bisschen raus. Ich fahre jetzt noch wieder hier entlang der alten Stadtmauer und hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Es war jetzt nur eine kleine Runde hier. Aber ich denke mir mal, das war so ganz okay. Also, macht's gut, euer Markus.